Ja! Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Kinder, liebe Freunde, erst Stuttgart und jetzt Hannover. Auch wir Eltern von 21, sind besorgt um unsere Kinder, besonders um unsere Kinder in den Grundschulen, die hier völlig wehrlos einer Ideologie ausgesetzt werden. Diese Ideologie, genannt Genderismus, hat sich bereits in Deutschland wesentlich verbreitert in den letzten 1 bis 2 Jahren. Und wir haben in Deutschland nach Faschismus, nach Kommunismus, haben wir jetzt den Genderismus. Und es ist unglaublich, dass es wieder eine Ideologie ist, die Kinder indoktriniert und Kinder umerziehen will. Und das in Deutschland. Der Genderismus kommt in bunten Farben daher. Die bunten Farben zeigen den Kindern eine farbenfrohe Welt. Eine Welt der sogenannten, wir haben es gehört, sexuellen Vielfalt. In dieser sexuellen Vielfalt Mama und Papa die gleiche Rolle spielen wie Schwule, Lesben, Transsexuelle, Heterosexuelle, Intersexuelle und so weiter und so fort. Mit Verlaub, Penisse auf jedem Schultisch verletzen das Schamgefühl unserer Kinder. Und liebe Eltern, das ist ein Skandal. Das müssen wir ganz klar und deutlich sagen. Es ist ein Fall für die Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Und gegen diesen Unsinn erheben wir unsere Stimme. Wir empören uns darüber, dass Minderheiten unter 3% unsere Politik bestimmen. Das kann doch nicht angehen. Wir empören uns, dass wir Eltern von unserer Regierung nicht informiert werden. Aber wir akzeptieren Mann, Frau und Kind als das Familienmodell. Wir tolerieren die sexuellen Orientierungen anderer Leute, anderer Menschen in unserer Demokratie. Aber als Minderheit tolerieren wir sie. Wir von Eltern 21 sagen der Regierung, Hände weg von unseren Kindern. Teile aus dem Sexshop gehören nicht in die Schule. Ich frage mich nur, wo bleibt da die Liebe bei all diesen Sexualtechniken? Die Liebe zwischen Mann und Frau braucht keine Sexspielereien. Das niedersächsische Schulgesetz befindet sich bereits in der öffentlichen Anhörung. Wussten Sie das? Und darin werden wir dann die sexuelle Vielfalt mit wunderschönen Worten wiederfinden, ohne zu erkennen, was es wirklich bedeutet. Wir von der Eltern-21-Gruppe fordern deswegen von unseren Abgeordneten Informationen, Broschüren, Veranstaltungen, Flyers und so weiter und so fort. Und das bitteschön, bevor die rot-grüne Mehrheit im Landtag dieses Gesetz beschließt. Ich komme zum Schluss. Wir werden Sie als Gruppe Eltern 21 mit den Politikern hier in Hannover zusammenbringen. Wir von Eltern 21 werden die Verbände, die Elternverbände, die Schülerverbände und auch die kirchlichen Institutionen dazu einladen. Wir werden dann auf weite Sicht aus dem Großteil der Eltern in diesem Lande
aus unwissenden Eltern betroffene Eltern machen, die dann plötzlich erkennen werden, diese Frühsexualisierung geht ja uns was an, es geht unsere Kinder was an. Es geht um unsere Kinder. Hier.